Moin Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Hitman 3. Wir sind heute in Dubai unterwegs und spielen an der Spitze der Welt. Und was ich mir für heute vorgenommen habe, ist zum einen mal rausfinden, was dieser Killer eigentlich für einen Auftrag hat. Also wir werden da mal dieses Ding mit dem Konferenzraum auf jeden Fall durchexerzieren und außerdem, ah ja, hier hinten Icarus wollte ich machen. Versetzen Sie Max Dolvesand mit der Sonne an der Kunstinstallation einen Stromschlag. Das haben wir ja beim letzten Mal beides so ein bisschen, glaube ich, gesehen. Ne? Ich weiß gar nicht, was wir brauchen. In der Atrium-Lobby starten vielleicht gar nicht so schlecht, aber vielleicht starten wir einfach hier an der Kunstinstallation. Ich weiß nicht, ob dieser Killer mit dem grünen Hemd getriggert wird, wenn man da hingeht, oder ob der dann irgendwo rumrennt. Das müssen wir mal rausfinden. Die Custom 5mm können wir mitnehmen, weil wir durchsucht werden, auf jeden Fall. Außerdem nehmen wir uns dann einen Dietrich mit. Eine Dietriche kann man. Obwohl, hier in. Ich überlege gerade, gibt es da irgendeine Tür? Ja, ein, zwei Türen gibt es, die man mit einem Dietrich aufmachen kann. Da ist meistens auch ein Schlüssel in der Nähe. Aber wir nehmen mal ruhig einen Dietrich mit und. Ich habe gerade gesehen, der Elektronikschlossknacker. Ist der irgendwie illegal oder? Ich weiß nicht. Den können wir auf jeden Fall mal mitnehmen. Den hatte ich länger nicht mehr dabei. Und was brauchen wir für ein Schmuggelobjekt? Ich könnte mir die Seeker oder sowas reinschmuggeln. Das würde wahrscheinlich auch gehen. Wo will ich denn die hinhaben? Auf dem Backstage-Balkon vielleicht. Ja, genau. Ah, da weiß ich, wo das ist. Und dann würde ich sagen, versuchen wir es einfach mal. Was soll schief gehen? So, dann müssen wir uns erstmal einen Überblick verschaffen, worum es hier geht. Werkzeuge wären nicht schlecht, irgendwas. Also hier können wir die sichere Zone überschreiben, da fehlt aber die Sicherung. Und da müssen wir mal schauen, wo führt jenes Kabel hin? Nach da oben. Hier zu dem Sicherungskasten. Okay, genau. Den hatte ich ja beim letzten Mal auch schon entdeckt, ne? So, nehmen wir hier mal das Ding mit. Die Sonne. Eine Notiz von einem der Techniker. Hinweis an alle. Passt auf, dass sie die Sicherung nicht wieder einsetzt, bis wir die Elektrikprobleme mit der Sonne gelöst haben. Das muss umgehend angegangen werden. Sobald alles fertig ist, sagt der Delora Bescheid, dass es sicher ist. Wer auch immer das repariert, auf den wartet eine schöne Überraschung. Ich bleibe den Großteil des Tages am Eingang. Okay, die Laura Bescheid sagen. Sicherung organisieren. Sag mal, gibt es hier oben keine Werkzeuge? Das kann ja beinahe nicht sein, oder? So, hier oben auf dem Stahlträger lang balancieren. Easy. Ah, da unten, die durchschauen mich alle. Oder ist es nur, weil ich hier oben rumkrabbel? Nee, wahrscheinlich nicht. So, dann kommt man hier. Excuse me. I talked to one of your people inside the exhibition, but I think she's kind of slow. Maybe you can help? I don't know. I can try. Guck mal, da ist Herr Sturbezant. You know why? Sorry, I'm just backstage muscle. I don't know anything about the tech stuff. Okay. Doesn't really surprise me. Well, thank you for your. Okay, er will, dass die Sonne heller scheint. Das können wir doch machen. Oben war ich auch noch nicht, ne? Na, guck mal, eine Brechstange. Was haben wir für Informationen bekommen? Die Ausstellung. Die Installation der Kunstausstellung scheint deutlich gefährlicher zu sein als sonst üblich bei Kunstevents. Hängende Todesfallen und zickige elektrische Batterien in Verbindung mit Wasser können zur Katastrophe führen. Was denn für Wasser? Evakuierungsprotokoll interessiert uns heute nicht.
Ich habe gar keine Münzen oder sowas, fällt mir dabei auf. Nehme ich einen Schraubendreher stattdessen mit. Guck mal, hier können wir Dinge runterfallen lassen. Das wäre ja auch easy. Steht hier eine Flasche auf dem Boden? Nee, das ist eine Steckdose. Das merkt keiner, oder? So, was ist jetzt passiert? Der gute Angestellte, irgendwas scheint in der Ausstellung kaputt zu sein und die Techniker streiten darüber, wer Lucy Phillips Bescheid gibt. Übernehmen Sie das doch für sie. 47. Ach so, dann kann ich die Künstlerin irgendwie in eine Falle locken oder so. Ich habe keine Ahnung, was ich damit machen kann. Komme ich denn hier hinten runter? Hier gibt es so viele Wege oben, die ich echt noch nie gesehen habe. Ach so, hier komme ich hier hinten an. Oh, was wäre? Ach, da. Ah, aber hier haben wir noch eine Wache. Aber hier gibt es keine Truhe, um Leute zu verstecken. Na gut. Dann gehe ich erstmal wieder hoch. Und wir schauen mal, wo ich hier drüben entlang komme. Ach, hier komme ich runter. Hier gäbe es eine Kiste. Hi. So, dann kann ich hier mal raus auf den Balkon, mich von der Überwachungskamera filmen lassen. Wo ist denn das hier? Ja, da hinten in der Ecke irgendwo. Ah, hier. So, haben wir gleich eine Seeker rausgeholt, wunderbar. So, dann gehen wir hier wieder rein. Krabbeln hoch, setzen die Sicherung ein und hoffen dann, dass das funktioniert und dass ich nicht die Ausstellung jetzt kaputt gemacht habe. Ah, das da unten scheint aber zu leuchten, ne? Ach, hier ist ein Schraubendreher. Ja, nice. So, ich könnte jetzt die sichere Zone überschreiben. Leuchtet die Sonne. Leuchtet die nicht. Unser Ziel ist da drüben. Mal sehen, ob das hierher kommt. Aber das sieht noch nicht so aus, als wenn hier genug Spannung drauf wäre, oder? Was gibt es denn hier für Infos? Kunstteam. Markus ist unzufrieden, weil es der Sonne am Bums fehlt. Er hat das Kunstteam angewiesen, ihn anzurufen, sobald die Sonne repariert wurde. Wie organisieren wir das? Müssen wir es da draußen machen irgendwie? Kommt er sonst nicht hierher? Nee, scheint er nicht. Ah, mehr Bums, sagst du. Ich vermute, hier ist auch eine Sicherung drin. Also vielleicht hätte ich die da oben gar nicht rausnehmen sollen. Ja, du, kein Problem. Ich schau mal, ob ich da an diesen Sicherungskasten rankomme. Okay. So, was gibt's hier für Infos? Anfällige Sonne. Den Kunsttechnikern zufolge haben sie nur eine Sicherung für den Betrieb der Sonneninstallation. Hey, can someone check that out? Quickly. That's cool. Schon. Ach, da ist noch einer draußen. Der sollte ja natürlich nichts mitbekommen nach Möglichkeit. Excuse me, but it really freaks me out when people stand too close to me.
So, dann machen wir mal hier auf. Nehmen uns diese Sicherung mit. Ich weiß nicht, wofür die da ist. Und dann setzen wir die mal da oben ein und schauen, ob das irgendwie die Sonne wieder in Betrieb setzt. Im Moment scheint die ja wirklich noch nicht hell, ne? Es ist halt... Scheint die jetzt heller? Das sieht ein bisschen so aus. So, müssen wir ihn jetzt anrufen? Macht das irgendjemand anderes? Machen die das hier? Ich glaube, die machen das nicht. So, die Frau, die das interessiert, die wartet irgendwo am Eingang. Aber welcher Eingang ist denn gemeint? Wo ist mein Ziel hin? Herr Ingram, das ist irgendwo da hinten. Mal noch einen Schraubendreher. Ne, hiermit kann ich nichts machen. Sie war aber sehr kurz hier oben. Ja, aber die haben damit hier auch nichts zu tun, glaube ich. So, wie sieht es denn aus? Es sieht immer noch rechtlich ärmlich aus. Und die Sonne ist auch noch nicht heller. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Mit wem muss ich denn reden? Mal gucken, muss ich hier in die Kunstgalerie irgendwie? Wo ist denn hier der nächste Eingang zur Kunstgalerie? Warte mal, hier hinten ist doch einer, oder? The sun. It's fixed. It should glow as specified. Wonderful. Yeah, I can see that. Hopefully that weird man will finally leave me alone. You're my hero. I'm certain he won't bother you anymore. Thank you. So ruft sie ihn jetzt an, sagt ihm Bescheid. Er ist auch schon in der Nähe. Sir, it's Sandy from the exhibition room. Yes. We have. You are more than welcome to come and check if it fulfills your desired glow. I'm sorry if I offended you, sir. I promise I won't. Bye. Okay, das war einfach. Ich dachte schon, ich müsste sie jetzt 3 Tage lang suchen, aber es ging tatsächlich. Aber wie kann ich denn hier die Spannung erhöhen? Oh, da läuft er lang. Er hat einen Leibwächter dabei. Right there. That's Marcus Stuyvesant, Providence Partner, self-entitled and arrogant little worm. He might not look like much, but he's done more damage to the wound. Ich muss hier erstmal einen töten. Und dann kann ich mich vielleicht um den Typen kümmern. Er wäre praktisch, ne, weil ich sowieso in den. Ne, kommt er gar nicht hier rüber. Weil ich ja in den Sicherheitsraum noch rein muss und da brauche ich natürlich irgendeine Verkleidung. Wo könnte die andere da mal weggehen? Weil hier ist ja Wasser, ne? Die muss aus diesem Wasserbereich raus. Ah, die Spannung ist auch hochgegangen.
So, wie weit komme ich denn hier mit der Kamera ran? Nicht weit genug. You got him, 47. Aber das war auch so ziemlich gut. Won't be a problem anymore. Let's move on to Carl Ingram. We're not done yet. So, dann würde ich sagen, einmal kurz speichern. Und dann kümmern wir uns hier um eine gute Verkleidung, würde ich sagen. Warte mal, ist hier noch Platz in der Kiste? Ja. Ah, der durchschaut mich. Das ist natürlich blöd. Wie lange durchschaut denn der mich? Bis er ihn eingepackt hat, durchschaut er mich dauerhaft. Also wenn er hier in meine Richtung kommen würde, wäre das super. Ja, ungefähr so habe ich mir das vorgestellt. Dankeschön. Ah, da bist du. Oh, sorry, ich muss mal durch. Welche Richtung guckt der denn? Ist doch doof, ich weiß nie, in welche Richtung der guckt. So, hier wird gleich jemand auftauchen, denke ich, und die Leiche zu Ende wegtragen. Deswegen sollte ich mich hier vielleicht ein bisschen beeilen. Aber Brecheisen um die Ecke werfen, ne? Uralter Hitman-Trick. So, und dann kann ich mal gucken, ob Carl Ingram irgendwas Spannendes dabei hatte. Nee, gar nichts. Das ist natürlich sehr schade jetzt. Naja, kann man nichts machen. So, der Leichensack liegt jetzt hier rum. Wenn ich hier durchschaut, erstmal nicht. Wo ist denn die zweite Wache? So, und dann können wir uns hier nämlich so ein bisschen um die Kameras kümmern. Hier durchschaut mich auch niemand. Außerdem können wir uns so ein paar Zusatzzugangsteile mitnehmen. Also die Schlossknacker brauche ich auf jeden Fall gar nicht so richtig. So, wenn mich die Kamera hier jetzt sieht, ist egal. Ich wurde eh schon gesehen. Oh, was für Infos habe ich denn bekommen? Achso, die Personalschlüsselkarte. Und die Penthouse-Schlüsselkarte auch noch. Ein zweites Brecheisen. Ja, man weiß ja nie, ob ich mal werfen muss. So, und dann will ich in Richtung Gärten gehen. Ach ja, genau. Hi. Ah ja, man triggert es wirklich, wenn man hier vorbeikommt. I should have clearance. The name is Zaina Kazee. Sir, I understand. You can't enter without being certain. So, was haben wir denn hier? Ein verdächtig aussehender Mann hat einen Termin mit der persönlichen Assistentin seiner königlichen Hoheit. Ich dachte mit Mr. Ingram. So, ich habe nichts Verbotenes bei mir, ne? Doch, die Hackel. Die muss ich dann auch loswerden. So, das kennen wir ja schon, ne? Hier reinstellen. Da ist Münze dagegen werfen. Unauffällig tun. So, die Tabletten nehme ich mit. Ich weiß nicht, ob ich sie brauche. Die Münze nehme ich mit. Ich verkleide mich einmal. Das Klappmesser und seine Hackel lasse ich hier liegen. Außerdem werde ich
die Hacke hier liegen lassen. Ah, die Seeker muss ich auch hier liegen lassen. Ja, die hätte ich mir, wenn ich die oben benutzen wollen würde, woanders hinschmuggeln müssen. So, und schon können wir hier durch. Ach, guck mal, eine Getränkedose brauche ich wahrscheinlich nicht. Nehme ich trotzdem mit. How are you? Sir, get out my way. If you want to pass, you need to comply to a frisk, sir. So, mal sehen, ob das heute funktioniert. Beim letzten Mal war das ja ein bisschen buggy. Thank you. Bitte. Okay. Diesmal hat es funktioniert. So, ich spreche sie an und dann folge ich ihr diesmal wirklich. Oh, Mr. Kazim. I'm glad you changed your mind. Arrogance can be a dangerous trait. Yes, indeed, it can. Mr. Ingram has been expecting you. We have a conference room set up for you. Ach, ich weiß, wie ich die Seeker hätte hier reinschmuggeln können. Ich hätte die einfach in den Koffer geschmissen und dann an den Wachen vorbeigeworfen und dann hätten die irgendwo hier in diesem internen Bereich in den Sicherheitsraum gebracht, da abgelegt und dann hätte ich mir die da abholen können. Let the pros do their job. Ja, bitte. Macht euren Job, ihr Pros. Habe ich eigentlich wieder so eine kaputte Brille? Ja, ich habe tatsächlich irgendwie ein kaputtes Brillenglas. Oder ein anders gefärbtes. Mr. Ingram will be with you shortly. Thank you. Ja. Dann gehen wir doch mal rein, machen es uns bequem. Brieföffner brauche ich jetzt vielleicht nicht unbedingt. Hier hinsetzen soll ich mich? Mach ich. So, und dann schauen wir mal auf die Karte, wie weit ist denn der Mann weg? Ein bisschen. Ja, sie wird ihn jetzt anrufen. Wollen wir mal hören, was sie sagt? Wo ist sie hingerannt? Ah, keine Ahnung, vielleicht zur anderen Tür. Ne, ich weiß nicht, wo sie ist. Also setze ich mich hier einfach wieder. Und... Harre der Dinge, die da kommen mögen. Ah ja, er ist auch gleich da. Das ist ja perfekt. So, und dann bin ich mal gespannt, worum es hier geht. Und welche Möglichkeit uns das eröffnet. Mr. Kazim, a pleasure to meet you. Omar tells me great things about you. I'll get straight to the point. I have a, well, let's call it a dispute, which the Royal Highness tells me you're very capable of taking care of. Now, I've worked with your organization before, in Morocco, I believe, so I'm a little hesitant. Don't be. We do what's needed. Well, only time will tell. I have two assignments for you. Take care of the first one, and then we can discuss the bigger fish. Now, on to the first. An acute problem has been brought to my attention. So, was muss der jetzt sein? I'll be candid with you. No one is supposed to know that I'm here. However, there's a journalist down at the inauguration, and he's asking rather intrusive questions about who's staying up here, and that is a very dangerous problem for me. Now, I want you to silence this little pain. You think you can do that? It's what I do best. I like your bluntness. This is his file. Hans looked. Pulitzer-winning freelance journalist. He's good, and won't give up until he gets the answers he needs. And that can't happen. Consider it done. Good man. And remember, I want a picture. I want proof so I can sleep tonight. Of course. Once this little assignment is completed, come back and talk to Miss Toe. Then we can discuss the real cancer that needs to be removed. I'm sure you can see yourself out.
Okay, also das ist ein bisschen mehr stufig scheinbar. Was haben wir denn hier? Der Reporter. Ein Bild von Ingrams Ziel, Hans Lucht, 47, kann ihn eliminieren oder ruhig stellen, um dann ein Beweisbild zu machen, das seine Fähigkeiten belegt. Okay. Den suchen wir unten im Atrium, glaube ich. Ein interessanter Herr. Ein verdächtig aussehender Mann hat einen Termin mit der persönlichen Assistentin seiner königlichen Hoheit. Na gut, das wussten wir schon. So, hier hinten gehe ich am besten wieder raus. That's Carl Ingram, Providence partner and brass balls billionaire. A legendary political fixer, Ingram is old money and as rotten as they come. Und ich schätze mal, wenn wir dann beide erledigt haben oder vielleicht auch nur den ersten, dann werden wir eine gute Gelegenheit bekommen, unter vier Augen mit ihm zu reden. Das werden wir natürlich eiskalt ausnutzen. So, der Mann ist ein bisschen älter. Hat er einen Pferdeschwanz oder sowas? Mutmaßlich ja. Und ein, oh, weiß nicht, ein rotes Jackett, schwarzes Hemd. Da bin ich mal gespannt, was für eine Hose er dazu trägt. Hier vorne, da ist er doch schon. Hello, I don't mean to pry, but upstairs, do you by any chance know who's staying there? I hear it's not just the Royal Highness. Sir, I suggest you stop asking these questions. I will have to contact Central to escort you out. Well, I was just curious, but thanks for your time. Mr. Lucht, I hear you're looking for information. Oh, really? Okay. You know what's happening upstairs? I know more than you could imagine. But we can't talk here. Follow me. Great. Lead the way. Ich vermute, hier drin gibt es eine Toilette mit Schrank. Na, vielleicht auch nicht. She wanted one. No, oh, no, two. Doch. Nee. Maybe I should ask again. Noch ein Platz. Dann gehen wir zur anderen Toilette. Kommt der mit? Ja. I'm sure we passed plenty of places where we could talk. I hope it's worth it. Na, ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, wo ich ihn hinbringe. Ich suche halt eigentlich eine Toilette mit Schrank. Ja. So, how do you know my name? I haven't told anyone who I was. Well, I guess only time will tell. Hello, sir. Ich könnte ihn auch in die Ausstellung und dann Backstage bringen, ne? Aber hier ist, glaube ich, gut. Hat er beigesagt? Ja. Ach Mann. Hans looked. I hear you're asking about some guests. Let's talk someone more private. Okay, I'm interested. After you. Wait, no. This feels off. I don't trust you. I'm gonna walk away. No harm done, okay? Talk to me again if you mean business. Was, komm hier rein, Junge. Okay, da rein will er nicht. Wohin will er dann? Mr. Lucht, I think I might be able to help you. Follow me. We need to find somewhere more quiet. You do? Okay. So.
closer. It won't work, buddy. I'm a Pulitzer Prize-winning journalist. I'm not following you anymore. You are wasting my time. Goodbye. Uh-huh. Give a hoot. Don't pollute. You dropped something. Okay, der Typ da draußen sieht mich. Den muss ich irgendwie auch loswerden, glaube ich. Aber ansonsten könnte das ja funktionieren. Hier. So, wo ist denn der hingerannt? Oh, ist ja schon weit gekommen in der Zwischenzeit. Mr. Lowe, I think I have the answers you're looking for, but not here. Hello, sir. Let's find somewhere more discreet. Ich glaube, ich mache es zu kompliziert. Ne? Es gibt wahrscheinlich irgendwo einen Balkon oder sowas, wo man ihn ganz einfach hinbringen kann. Im Garten hinten. Da würde es wahrscheinlich auch ein, zwei stille Ecken geben. So, da muss ich hier vor der Tür. Was habe ich für Infos bekommen? Schwer vom Begriff. Lucy Phillips scheint schwer vom Begriff zu sein. Cornelia Stuyvesant versucht verzweifelt, Lucy unauffällig zum Verschwinden zu bewegen. Aber diese versteht ihre Hinweise einfach nicht. So, ist er dicht bei mir? Ja, ist er. Walk away, and that's what I'm doing. Bye. What was that? Hello? Na, also. So, dann machen wir ein schönes Foto. Yes, that's it. Now Ingram trusts you. It's like shooting fish in a barrel. Okay, ja, wahrscheinlich habe ich es zu kompliziert gemacht. Aber das hier war so der sicherste Ort, der mir eingefallen ist. Wo ich halt nicht irgendwo durch den Backstage-Bereich muss und auf Gefahr laufe, aufzufliegen. Ich weiß nicht, wo man sonst noch hätte hingehen können, ehrlich gesagt. Das Atrium ist natürlich nicht so geil, ne? Vielleicht hätte es im Garten irgendwie eine Möglichkeit gegeben. Ja, hier hinten um die... Naja, nee, aber hier um die Ecke ist halt auch nicht so geil, ehrlich gesagt, ne? Das kann man schon einigermaßen gut sehen. Hier liegt halt schon einer, da konnte ich ihn auch nicht hinbringen. Hätte es hier hinten eine Möglichkeit gegeben? Das wäre so meine andere Idee gewesen. Wo komme ich denn da hin? Ach, in den Personalbereich. Dafür brauche ich einen Code. Achso, 255. Nee, weiß ich nicht. Der steht an der Tafel auf jeden Fall dran. Ja, hier gibt es halt auch keinen Schrank. Also ich weiß nicht, wo ich ihn hier hätte unterbringen können. Hier, das
Nee, auch nicht so richtig gut, ne? Der Balkon hier, da. Der Balkon hier wäre vielleicht tatsächlich ganz gut gewesen und dann hätte ich ihn vielleicht hier rausschleifen können. Ich weiß nicht, ob die mich da nicht gesehen hätten. Außerdem patrouilliert hier einer. Ah, da gibt es Kokosnüsse. Ja, cool. Joint. Oh, was mache ich denn mit dem Joint? Das ist ein verbotenes Objekt? Nö. Hey. Jetzt wäre ich gar nicht mehr gefilzt. Das heißt, ich könnte jetzt meine Zika und sowas mitnehmen. Die filzen mich nur einmal. Ist halt mega nachlässig, ne? Tatsächlich. Ich habe jetzt hier die Freigabe. Looking good, man. Looking good. So, und das hier ist sie doch, oder? Mr. Kazim, welcome back. So, you have the picture. Yes, here. Good. Our guest will be delighted. Please follow me. Ja, aber sehr gerne. If you just follow me, Mr. Kazim. Hey, mate. Hey, yo. Na, es ist wieder, ne? Auf Treppen bin ich einfach deutlich schneller. It's quite spectacular. Ja, super. Nee, habe ich noch nicht gesehen. You get a wonderful view of the Arabian Desert. It's a sight to behold, the vastness of it. Back in China, this would never be possible because of all the smog. Na, aber die großen chinesischen Städte, ne, das ist auch schon besser geworden tatsächlich. Dadurch, dass da halt Einschränkungen für Privatfahrzeuge und sowas verhängt wurden. I apologize about the incident earlier downstairs, but you have to understand that we need to keep security tight, no matter who. All our guests go through the same procedure. Ist ein Sicherungskasten vorne an diesem Tresen dran? Wow. Hier kann ich mich ja echt richtig ungestört bewegen jetzt. Hier rein. Please. Mr. Ingram is expecting. How are you, sir? Mr. Kassim. Hi. So good to see you. Do you have the picture? Ja. Yes. Your problem is fixed. Omar said you were good. Let's get down to the important business at hand. Okay, people, clear the room. I need to discuss some delicate business with Mr. Kazim. But I'm sorry. We have Ingram right where we want him. Yeah, just remember something. 47, make yourself you know what to do. Have a drink, see the view. It's something to behold. Da ist noch einer. Wie werde ich denn den los? Sir. Hier hinten ist schwierig. Alright, where were we? Ah, yes. Und er verfolgt uns we'll auch. Stay for the meeting. I assume that will not be a problem. Either way, you have no choice in the matter. Zwei Typen? A
It's interesting we haven't come across each other before, Mr. Kazim. Well, maybe not. I usually have my people talk to people like you. I can imagine. I don't know how much Omar, I mean, the Royal Highness, has told you. But my guess is very little, so let me get straight to the point. My organization has been hit by an unpleasant cancer that can only be removed by cutting it out of the gut, if you get my drift. Yes, I do. Good. This little turd is spreading his vile, toxic cells, and I want him stopped. Brutally. Chemo won't remove him. Only the knife. I have his file here. Arthur Edwards. A sly devil, if there ever was one. Me and my associates, well, we underestimated the little worm. We want revenge. I think you and I share a common interest. I doubt that. But I want you to make him suffer. This is not a horse that needs to be put out of its misery. This is a rabid dog that needs to be put down. Am I making myself clear, Mr. Kazim? Yes. Consider it done. Good. We're now in business. We are. I'll have Miss Toe send you anything you need. We're done here. Oh, one last question. I'm just curious. You're nicknamed the Vulture. Why? I find it's best to wait for the perfect kill. I think you'll be perfect for the job. Nice to meet you, Mr. Kazim. I look forward to receiving an update. Safe hunting. Guard! Yes, Mr. Ingram? Please show Mr. Kazim out. Yes, sir. Mr. Kazim, please follow me. Ah, okay. Es kommt auch noch der Scheich. Mr. Kazim, you need to listen to me. Follow me and don't get sidetracked. Carl, hope you are enjoying yourself. You should have been down at the inauguration. Oh, I forget. You have always been a cautious man. Mr. Kazim, you need to listen to me. Follow me and don't get sidetracked. Kann ich den hier irgendwo ausschalten? Mr. Kazim, you need to listen to me. Follow me and don't get sidetracked. Ha, da muss ich mir für Dings was anderes einfallen lassen, ne? Ich dachte, ich könnte mich irgendwie als Leibwächter. You need to listen to me. Follow me and don't get sidetracked. Verkleiden. Mr. Kazim, you need to listen to me. Follow me and don't get sidetracked. Auch schwierig. Mr. Kazim, you need to listen to me. Follow me and don't get sidetracked. Andererseits, vielleicht funktioniert das. Ja, nicht, wenn ich ihn anrempel. No offense, but please get out of my Mr. Kazim, nee. If you don't follow me, I will have to use force. Ich glaube, das habe ich ein bisschen verkackt. Dadurch, dass da noch ein Leibwächter bei ihm stand, ne, um den muss man sich erst kümmern. Ansonsten hätte ich ihn da aufspießen können auf diesem kleinen Modell. Wohin bringt er mich denn eigentlich? Achso, wir gehen jetzt hier lang zurück, den Weg, den ich reingekommen bin. Mr. Kazim, you need to listen to me. Oh ja, dann lauf halt nicht so langsam. Kann ich dann eigentlich Miss Toe noch mal ansprechen? Okay, jetzt darf ich nicht mehr da oben sein. Ich kann sie auch nicht mehr ansprechen.
Could you go see what that was? Okay. Excuse me, sir. Ja, okay, ich darf nicht mehr hoch. Das heißt, ich muss mir jetzt irgendwas anderes einfallen lassen. Hier unten darf ich immerhin noch sein. Ich dachte, da gäbe es eine bessere Chance irgendwie. Ui. Und niesen. Oh nein. Ist das dein Ernst? Wieso ist der denn jetzt aufgewacht? Ach, ich hätte den Hammer nehmen sollen, ne? Irgendwas Lautloses. Das war der Fehler. Das hätte ich machen sollen, ich hätte ihn nicht würgen dürfen. Das macht scheinbar ein bisschen zu viel Lärm. So, jetzt muss ich mal gucken, was habe ich denn noch für Optionen für ein Attentat bei Mr. Ingram. Also Boardroom wäre eine Möglichkeit gewesen. Oder ihn halt irgendwo runterschmeißen. Dazu muss ich wahrscheinlich auch sein Leibwächter werden, irgendwie. So, der Typ da hinten oh Gott, hier durchschauen mich ein Haufen Leute. Nicht umdrehen, danke. Lauf ich in die richtige Richtung? Irgendwie nicht. Doch klar, ich könnte einfach die Treppe da drüben benutzen. Also, da muss ich einen von Mr. Ingrams Leibwächtern am besten erwischen. Come in, JHQ. This is Papa Bear standing down. Returning to base in 10 mics. Over. Oh shit, I'm not feeling too good. Oh shit. So, wohin geht er jetzt? Er weiß es nicht. Der Typ ist mega verwirrt. Oh, da drüben ist irgendwo eine Toilette, glaube ich, ne? Ach, hier drüben geht er hin. Gibt's den Schrank? Da ist eine Kiste. Safety.
Haben die mich gesehen? Wahrscheinlich schon. Ja, okay. Das heißt, ich muss den Kram nochmal laden und dann müssen wir das ein bisschen besser vorbereiten. Ärgerlich. So, da muss ich mich hier einmal als Sicherheitsmensch verkleiden, glaube ich, ne, in die Zentrale rein. Habe ich irgendwie Münzen nicht am Schraubendreher? Mal sehen, ob ich hier den Typen, der ihn schleppt, von der Leiche kurzzeitig abhalten kann. So, er packt ihn jetzt ein. Ja, dann wird er hier durchgehen und dann werde ich mal versuchen, ihn da von der Leiche zu trennen irgendwie und zu hämmern oder sowas. Yeah, get rid of that thing. Good job. Ist die Tür zu? Nee. Tür zu, danke. Juckt ihn nicht? Juckt ihn nicht. Also wenn die Leichensäcke schleppen, dann kann man die nicht ablenken. Das haben wir schon mal rausgefunden. So, die Seeker habe ich dabei, oder? Ja. Also, ob ich jetzt hier gefilmt werde oder nicht, ist eigentlich auch komplett wurscht. Ich brauche halt nur diesen Schlüssel, damit ich hier nicht vor aller Augen die Tür aufbrechen muss. Das nehme ich auch mit. Habe ich, glaube ich, schon eine. Ups. So, Beweise löschen, damit ich wieder heimlich bin. Und dann... Na, wo schmuggle ich mich denn am besten hoch? Hier am besten, ne, über diese ganz normale Penthouse-Treppe. Die ich sonst auch immer benutze. Werde ich hier durchschaut? Nö. Darf ich hier? Ja. So, Kameras sind deaktiviert. Kommt der Typ jetzt hier runter? Ich müsste den hier mal sehen können.
Der ist da drin schon. Riecht den jetzt noch? Ich hoffe. Wollte ich gar nicht. Egal. So, und jetzt kann ich hier nach oben rennen. Hoffe ich. Und mich um die Leibwächter kümmern. So, wo ist denn Mr. Ingram? Der ist oben. If you got the briefing on the lockdown drill tomorrow? I got it. I'll get issued one for more important. So are you telling me I can't do my job? I'm sorry, Mr. Ingram gave specific instructions. No noise of any kind. He's working, he doesn't want to be disturbed. I get the radio, but if I don't back him, I'll get fired. Er ist nämlich hier. Nicht gerade an dem Vor. Ach, da ist er. Namaste. Namaste. So, hier sind halt ein Haufen Leute drin. Ach, das Evakuierungstastenfeld. Now, what do I need to cover? I got the recruit thing. Did I? Werde ich denn die Leute hier los? Die Bediensteten muss ich gar nicht loswerden, ne? Aber er hat ja eigentlich... Ah, hier ist noch einer. Ich könnte ihn vergiften. Wenn ich Penthouse-Personal wäre. Mal sehen, ob er sich selbst drum kümmert. Wenn ich hier... Ich habe keine Münzen mitgenommen. Hier ist leider ein bisschen viel los irgendwie. Might as well make me another. Carl? Good man. Ist jetzt schon wieder auf dem Weg nach unten. Also ihn hier sollte ich auf jeden Fall einmal ausschalten. Ich die Leibwächter. Wo ist er hingerannt? Nach rechts rüber. Ich muss aufpassen, hier sind halt auch überall Leute, die mich durchschauen. How
proven with me to come in. And I don't believe our... See if I see him, right? ...the dilemma is caused by vanity or arrogance... Oh, this isn't good. Ooh, I don't think this is good at all. So, dann wäre ich schon mal ein los. Hi. Ich weiß nicht, wo der zweite gerade steht. Aber den kriegen wir auch auf der Treppe zum Beispiel. Hier reingeht, ja. Dazu sage ich nur, ja, warum nicht? Sollte ich zuerst den hier draußen erledigen? Wahrscheinlich schon. So bin ich als Leibwächter unauffälliger. Ich bin mir da nicht so sicher, ehrlich gesagt. So, nach oben muss ich wieder. Ich glaube, ich bin ein bisschen unauffälliger. Bei Paul Ingram fällt das natürlich auf, dass ich nicht sein echter Leibwächter bin. Oh Gott, was ist los? Wonder if there are any other blood-sucking journalists. Ach, da hinten steht auch noch einer. Funny, this building would never have been built without our influence. Kann ich den irgendwie ablenken? Okay, also konnte ich ihn so schubsen. Ich musste da gar nicht viel machen. Nach unten muss ich irgendwie. Yeah, but it's far from over. Wo habe ich denn einen Ausgang, den ich benutzen kann? Da hinten, in der Richtung. Wo ist denn das? Eine Etage weiter unten. 5 Millionen Etagen weiter unten. Personalflur Korridor. Machbar. Hoffe ich. Wo ist der Ausgang hier? Heli-Landeplatz. Ah, wo ist die nächste Treppe nach unten? Hier hinten irgendwo rum, ne? Ja, da habe ich es ja doch noch geschafft, ihn zu schubsen, wenn auch nicht so, wie ich wollte. Aber ich weiß jetzt immerhin, dass es da eine Möglichkeit gibt, ihn mit dem... Warum wäre ich denn hier noch so durchschaut überall? Was ist denn da los? Ach, den kann ich auch nicht benutzen, der ist auch blockiert. Wie kriege ich den denn auf? Diesmal habe ich ja sogar ein Brecheisen dabei. Was muss ich denn dafür machen? Warte mal, das finden wir doch bestimmt raus, ne? Das wird, glaube ich, über die Sicherheitszentrale gesperrt. Hallo, Sir. Hi.
Könnt ihr die Korridore entriegeln? Wäre das möglich? Nee, ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Korridore, sage ich, ne? Die Aufzüge will ich entriegeln. Aber das kann ich vielleicht im Serverraum machen oder so. Habe ich ein Brecheisen dabei? Ja, habe ich. Also mit Aufbrechen ist da aber auch nichts zu machen. Ja, dann nehme ich halt wieder den Hauptausgang einfach. So, also alle Geheimnisse habe ich hier auch noch nicht irgendwie gelüftet an diesem Level. Mit dem Serverraum habe ich mich auch noch gar nicht beschäftigt. Ja, das können wir auch mal machen. Ja, da hat das hier ganz schön lange gedauert, auf jeden Fall. Durch einen Fehlversuch. Der aber ganz aufschlussreich war, tatsächlich. Was haben wir denn heute alles geschafft? Story-Mission Raubvogel, ne? Wir haben uns mit Carl Ingram getroffen als Mr. Kazem verkleidet. Ikaros, wir haben Karl Stolvesand mit der Sonne getötet und ein tiefer Fall, wir haben Carl Ingram runtergeschubst. Und haben was bekommen? Lüftungsbereich des Penthouse. Grace Information kann einen Aktenkoffer, der einen großen Gegenstand beinhaltet, in den Wartungsbereich der Lüftung im Penthouse schmuggeln. Könnte ich da alle mit Brechgas infizieren? Das wäre auch toll. Ja, gut. Dann hat es für heute auf jeden Fall lang genug gedauert, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.